Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Noch ein bisschen runter machen. Heute mal ein bisschen anders. Wir können nicht in die Unboxing-Ansicht gehen, weil das Paket ein bisschen groß ist. Tigger ist auch gerade noch hier. Oh, hier sind es auch über 30 Grad in der Bude. So. Davon machen wir mal jetzt erstmal ein Unboxing. Oldschool. Ja, Tigerchen. Das ist Ecoviva. Ein Wasserfilter. Osmose-Wasserfilter. Es ist halt praktisch mit Kohlefiltern und alles drum und dran. Für sowas habe ich mich schon lange interessiert, also vor allen Dingen für meine Frau, also Freundin oben in ihrer Wohnung, weil bei uns, wir haben hier einen Altbau aus, boah, wann wurde der gebaut? 60er Jahre. 65, 64, 65, sowas in dem Dreh. Ich weiß es nicht genau, müsste ich im Mietvertrag gucken. Und hier haben wir das oft, ich habe hier jetzt schon Wasser vorbereitet. Das ist jetzt schon ein bisschen, steht schon ein bisschen, da ist es klar, wenn wir draus ziehen, ist es meistens etwas milchig. Und wir holen ja mal Wasser zum Trinken. Meine Frau, aber mit dem Schleppen ist das halt doof, weil die schmeckt den Metallanteil aus dem Wasser raus. Also sie sagt, das schmeckt ihr zu metallisch. Deswegen sowas. Ich habe von der Firma eine Anfrage bekommen, wegen einem anderen Produkt eigentlich. Das ist jetzt ein mobiles Teil, also ist mit Stecker, könnt ihr ran, an eine Steckdose, könnt ihr halt euren Campingwagen mitnehmen zum Beispiel. Anfrage haben sie mich gefragt wegen einem, den man unten direkt an die Wasserleitung macht, bevor denn eine Küche im Wasserhahn oben rauskommt, dass man das dazwischen macht. Darf ich bei mir nicht, laut Vermieter, nicht anbauen. Und deswegen habe ich gefragt, hey, wie sieht denn das aus? Ihr habt ja auch so eine, dürfte ich davon vielleicht ein Video machen? Und die haben gleich gesagt, na klar. Wenn das nicht geht, machst du davon ein Video. Und jetzt packen wir das erstmal aus. So, Schluss mit dem Labern. Ich habe mich auch nicht so viel spoilern lassen. Ich habe ein bisschen was durchgelesen. Aber wie immer, wir gehen da ganz unvorbelastet ran. Ohne irgendwie zu viel zu wissen. Wir sind alle keine großen Techniker. Wir interessieren uns für ein Produkt und dann wollen wir das einfach mal gucken. Und nicht irgendwie Techniker, die das schon alle kennen, 20.000 Mal probiert haben, dann wieder in die Verpackung drin machen und sagen, so und so läuft das. So ist das hier nicht. Wir haben erstmal eine Garantiekarte. Da ist hier auch ein Gerätecode drunter. Die muss man dann frei rubbeln. Ja, und hier haben wir dann ein User Manual. Instruction Manual und support@ecoviva.com. Und das ist das Modell, was ich hier habe, ist die RP-RO-200G. Die haben noch andere Modelle. Ja, da könnt ihr das dann sehen. Oh, geil, und das ist so groß geschrieben. Aber alles in Englisch, so wie es aussieht. Was haben wir hier? Scan Register and ein Jahr 30 Day from Pur. Okay. Warte mal, da müssen wir mal gucken. Hol ich mein Handy hier. Ich kann hier einen Code scannen. Mal gucken wir mal, was passiert, wenn man den scannen. Ja. Zack, hat er. Die Seite baut sich wieder nicht auf. Doch, jetzt baut sie sich auf. Ach, da können wir hier Name, Telefonnummer, Thema, Herstellergarantie. Wir stehen hinter unserem Produkt und setzen uns für Zufriedenheit ein. Registrieren Sie eine Jahresgarantie und verlängern Sie die Produktgarantie um ein weiteres Jahr. Ah, ist okay. Also man hat
Man hat nicht ein Jahr Garantie, man hat schon 2 Jahre Garantie, aber wenn man sich registriert hier, dann kriegt man halt anstatt ein Jahr 3 Jahre. Dann kriegt man ein Jahr zusätzlich. Ist auch alles schön groß geschrieben hier. Ich zeige euch das mal. Das Problem ist, dass alles in Englisch ist. Ach, nee, hier hinten ist noch was. Ich habe mich geirrt, Entschuldigung. Aber vorne hätte, da hätte man ja vorne ja mal. Da hätte man ja vorne noch mal eine Seite machen müssen. Oder hier auf der Seite. Also als Tipp, wenn man hier reinguckt, bitte auf die Seite mal schreiben, welche Sprache und ab welcher Seite. Weil das steht nicht da. Aber wenn wir jetzt hier auf Seite 25 gehen. Oder fängt es hier wieder bei 1 an? Nee, 26, 24. Nee, warte mal. Es kommt Seite 24, 25 ist 0. Das wäre dann 26, aber wir fangen dann eigentlich wieder mit 25 an. Also das, also haben wir hier praktisch, sind die beiden, sind 0. Ja? Aber da ist es Deutsch. Zeige ich euch auch gleich nochmal. So, ich schlage jetzt hier meine x-beliebige Seite auf. Deutsch. Und große Schrift. Richtig schön große Schrift. Man kann das alles gut lesen. Das ist saugeil. Meine Frau freut sich übrigens schon total auf das Gerät. Also das erste Mal, dass ich meine Frau sehe, dass sie sich auf Technik freut. Sie hasst Technik. Meine Frau ist so oldschool bei Technik, in Hinsicht Technik. Sie macht selbst nachts, wenn sie ins Bett geht, die Steckdose vom Router aus. Ja. Aber ich liebe sie dafür, dass sie so ist. Aber da gibt es dann halt auch immer Probleme, wenn ich Technik will oder habe oder neue Technik dazu kommt. Oh. Oh, schon wieder und muss das sein. Ja. Da ist meine Frau dann immer nicht so begeistert. So. Oh, weiß. Oh, das sieht richtig geil aus. Das kommt auch in ihre Wohnung eigentlich. Weil ich habe keinen Platz durch die Kaffeemaschinen und so, aber ich bin echt am Überlegen, ob ich vielleicht doch noch ein anderes hole. Wenn es sich so gut findet. Ach, da unten ist. Die Kanne. Dass ich dann halt noch mal so ein Gerät hole und dann bei mir auch eins hinstelle und dann kommt die Kaffeemaschine in den Schrank. Ja, die brauche ich ja sowieso nicht so oft. Ich nehme mal den Kaffeevollautomaten. So, hier haben wir die Kanne. Ich werde euch das gleich auch alles zeigen. Und ich muss halt nur das da rein. Erstmal auspacken. So, hier ist der Stecker. So. So. Zack. So. Und hier den Aufkleber nur ab. Weil, wie gesagt, auf der Webseite ein bisschen habe ich mir schon durchgelesen, aber halt nicht so viel. Logischerweise. Da kommen wir dann gleich im Hardware-Video noch dazu. Das ist halt das Gerät, was ihr bekommt. Also, ihr bekommt eine Anleitung, wo auch Deutsch mit bei ist. Müsst dann nur ein paar Seiten blättern. Steht vorne nicht drauf, dass auch Deutsch mit bei ist. Das werde ich auch beim Hersteller. Ich sage ihm ja, wenn das Video fertig ist und wann es online ist. Also, dass das Video fertig ist und wann es online geht. Und dann werde ich mal sagen, dass er auf der Bedienungsanleitung doch unbedingt mal draufschreiben sollten, dass auch eine wo dann Deutsch anfängt. Weil das nicht ersichtlich ist, dass da auch Deutsch drin ist. So, dann können wir das nämlich weg. So, und dann haben wir hier das Gerät an sich. Sieht auch eigentlich sehr stylisch aus, finde ich. Wartet mal, ich mache euch mal ein Stück nach unten. So. Mal die Kanne weg. Sieht auch an sich sehr stylisch aus. Das ist hier vorne, das ist das Bedienfeld. Hier haben wir auch noch so eine Schutzfolie drauf. Die lassen wir natürlich noch drauf. Hier haben wir dann verschiedene Tasten, die per Berührung funktionieren. Und hier wird dann Ort angezeigt. Das habe ich bei der Webseite auf den einzelnen Bildern gesehen. Und hier haben wir dann die Wassermenge, die wir
einstellen können. 0,4, 0,8 und 1,2. Also 1,2 ist das höchste und in der Kanne ist drin 1,2. Dann kriegt ihr halt natürlich auch noch eine Kanne mit dazu. Ihr könnt hier natürlich auch eine Tasse runterstellen und direkt einfüllen. Das ist natürlich auch machbar. Hier ist so ein rundes Ding und mit Kontakt hier unten, weil in der Kanne da unten, da ist ein Sensor. Da kommen wir nachher noch dazu. Sonst mache ich hier Hardware gleich mit dazu und das ist ja eigentlich nicht. Wir wollen ja eigentlich Hardware-Video einzeln haben. Also so finde ich, also gibt es auch in Schwarz. Also in Weiß finde ich, ist es für die Küche, ja, stylisch. Sieht schick aus. Ja. Auch die Kanne sieht schick aus. Auch hier branded mit Eco Viva, was da unten drauf steht. Wir haben hier hinten den Wassertank. Hier oben kann man dann den Deckel abmachen oder man kann über den kompletten Wassertank, oh, man kann auch den kompletten Wassertank rausnehmen. Das werden wir nachher im Hardware-Video dann alles gleich machen. Hoppala, ich habe nicht richtig drinne. So, jetzt ist er richtig drinne. Sieht auch alles sehr gut verarbeitet aus. Ich sehe jetzt hier nichts Großartiges. Ja, und mehr ist da eigentlich auch gar nicht mit bei. Dann würde ich jetzt sagen, wir machen jetzt hier erstmal einen Cut. Und wir sehen uns gleich im Hardware-Video wieder, wenn wir das erste Mal anschließen werden und testen werden, was da jetzt nur Phase ist. Und ich hoffe, es hat euch gefreut. Wenn es euch gefreut hat, Däumchen wären Träumchen. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare posten. Bis zum nächsten Mal. Ahoi, sagt euer Odin.